Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag Der Ouroboros und der Ring des Saturns. Es ist ein Symbol der Ewigkeit, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ouroboros leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie Aura für Schwanz und Boros für verschlingend. Die eine Hälfte des Tieres ist meist weiß und die andere Hälfte schwarz. Seine Ursprünge gehen zurück bis ins Altertum. Es ist auch das Symbol des Stein der Weisens, der nach Überlieferung aus einem wertvollen und einem wertlosen Material bestehen sollte. Es steht für die ewige Wiederkehr und die Vereinigung von Gegensätzen wie hell, dunkel oder aktiv und passiv. Die sich in den Schwanz beißende Schlange deutet an, dass dem Ende ein neuer Anfang in ständiger Wiederholung entspricht, dass der Abschluss eines Weges oder Prozess einen Neubeginn bedeutet. Die analytische Psychologie verwendet es auch als Metapher für die frühkindliche Entwicklungsphase, in der noch keine bewusste Differenzierung von Innen- und Außenwelt stattfindet und auch noch keine richtige Geschlechtsidentität angenommen wird. Erst das entstehende Ich-Bewusstsein durchbricht die ouroborische Phase und differenziert die Welt in matriarchal und patriarchal. Der Zirkelschluss des Tieres ist eine Metapher der zyklischen Wiederholung, etwa des Kreislaufes der Zeiten, der Weltuntergänge und der Neuschöpfungen, des Sterbens und der Neugeburt. Im abgeleiteten Sinn auch der Ewigkeit, wie der einfache Kreis, die 3 oder 2C. Wenn man zwei Cs nimmt, eins davon spiegelt und sie zusammenfügt, hat man einen Kreis. Dasselbe auch bei der 33. Wenn man bei der 33 eine 3 spiegelt, sie zusammenfügt, hat man eine 8 oder einen Doppelkreis. Das Symbol der Ewigkeit. Orange hat außerdem den Zahlenwert 33. Die 33 steht auch für den kabbalistischen Baum des Lebens, denn es befinden sich 11 Ursphären der Sephirot sowie 22 Pfade oder auch Leitern, die alles miteinander verbinden. Erst wenn der Adept die Illusion der 10 Sephirot erkannt hat, befindet er sich in Dat wieder, den Abgrund. Und auch hier, im kabbalistischen Baum des Lebens, finden wir den kabbalistischen Raumwürfel. Genau da, wo sich Dat befindet. Die bewusste Lüge. Der Abgrund. Diese Symbolik finden wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft wieder, sowie in verschiedenen antiken Kulturen. Zum Beispiel in Griechenland und auch in Ägypten, sowie in der nordischen Mythologie und auch auf der E3 Spielemesse finden wir diese Symbolik. Rot und Gelb werden zu Orange, welche die 33 ist und für die 8 steht. Also E, der fünfte Buchstabe, wenn wir den mit der 3 addieren, haben wir ebenfalls die 8. Ja, zum Beispiel auch bei Final Fantasy 7, hier haben wir dieselbe Symbolik. Ich habe hier rechts mal jedes Final Fantasy für euch aufgelistet in Ziffern und Zahlen. Und da können wir sehen, dass nur Final Fantasy 7 die 33 ist, was daran liegt, dass das Spiel um Sephiroth handelt und generell sehr viel mit dem kabbalistischen Baum des Lebens zu tun hat und deswegen halt auch die 33 ist. Hier habe ich auch einmal das Bild rausgesucht für euch, wie Sephiroth die Midgar-Schlange getötet hat im Spiel. Und ja, das liegt daran, weil Sephiroth beißt sich nicht selber im Schwanz, der weiß genau, was Sache ist. Ja, dann habe ich hier nochmal das Remake von Final Fantasy 7 aufgelistet, welches ursprünglich am 3.3.2020 erschienen sollte, wurde aber aufgrund von Corona verschoben. Und ja, hier sehen wir auch, das ist die 33, ne? Am 3.3.2020. Hier haben wir sogar beide Ordnungen von Saturn. Einmal die 8 und die 4, ne? Die 33, die zu 8 wird und die 2020, die zu 4 wird. Dann habe ich hier nochmal Final Fantasy 13, welches auch die 33448 ist. Also die 13 hat auch ganz klar was mit Saturn zu tun. Was genau die 13 mit dem Saturn zu tun hat und der geflügelten Schlange, das zeige ich euch dann noch Seite 10. Hier habe ich noch den Film zu Deutsch Q, die geflügelte Schlange. Ja, in dem Film geht es auch ganz klar um Q, die geflügelte Schlange, oder den Ouroboros. Und hier unten steht auch Just Call It Q. Man nannte ihn auch Q, oder sie nannten ihn auch Q. Ich habe hier mal ein Video eingeblendet für euch aus dem Spiel Final Fantasy 8 mit der geflügelten Schlange. Ja, so sieht die im Spiel aus. Und auch bei Resident Evil 5 sehen wir diese Symbolik. Hier gibt es das Ouroboros-Virus, welches aus Schlangen besteht quasi, damit Schlangen symbolisiert wird, auch im Spiel.
Und ja, ich finde, das ist eine schöne Analogie. Ein Virus, das die Menschen dazu verführt, sich in den Schwanz zu beißen. Und hier habe ich die unendliche Geschichte für euch aufgelistet noch. Hier sehen wir links einmal zwei Ouroboros, wie sie sich in den Schwanz beißen. Das hatten wir zu Beginn, das ist das Symbol der Ewigkeit. Dann rechts sehen wir einmal noch das Buch mit dem Siegel. Ja, hier sehen wir in der Mitte noch einmal das Siegel mit dem Cube in der Mitte. Herr der Ringe natürlich nicht zu vergessen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Ja, ziemlich eindeutig. Hier habe ich mal Herr der Ringe die zwei Türme rausgesucht. Ja, einer hat ganz klar einen Yachin im Boas. Ihr kennt den Film mit Sicherheit, also gehe ich darauf mal nicht mehr ein. Hier habe ich noch Book of Eli oder Eli. Es handelt halt um, ja, um die Bibel. Handelt halt um Saturn. Dafür habe ich mal Matthäus 27, 46 für euch rausgesucht. Und hier steht: Und um die neunte Stunde schrie Jesus: El, El, mein Gott. Also, ne, es geht halt um Saturn. Und hier können wir auch sehen, um die neunte Stunde, die 9 ist die 0, welches auch die 333 ist am kabbalistischen Baum des Lebens, also Dat, der Abgrund, die bewusste Lüge. Und hier habe ich noch zum Schluss einmal Der Schacht. Das ist ein relativ neuer Netflix-Film. Der ist ein bisschen extrem, aber auch hier geht es halt um die 333, welches die letzte Etage ist, der Abgrund. Und die Botschaft im Film ist die Panna Cotta, welches die 33 ist. Die Schlange symbolisiert auch die Hypnose und steht für den Ring des Saturns. Die Schlange ist doch wieder die 33. Die Stufe ist die 8. Abgrund die 4. Man sieht Mowgli, wie er die Stufen der Hypnose in den Abgrund hinuntergeht. Saturn 438. Es steht für das Hamsterrad, eine Idiotie, quasi auch die Bewegung ohne das Vorankommen. Da sehen wir auch nochmal, wie die Schlange sich in den Schwanz beißt als Ring des Saturns. Als Schmuckstück, wohlbemerkt. Hypnose zum Beispiel durch Massenmedien, Politik und Religion. Oder aber auch einfach nur Ignoranz der Wirklichkeit gegenüber. Die Ordnung kommt aus dem Chaos. Drei lateinische Wörter. Ordo ab Chao, die das größte Mysterium des Universums enthalten. Dieses große Geheimnis liegt im Herzen der Geheimnisse, der mittelalterlichen Alchemisten, auf der Suche nach der inneren Perfektion und dem Stein der Weisen. Teilen, spalten und herrsche. Divide et imperia, lateinisch für teile und herrsche, ist eine Redewendung im lateinischen Imperativ. Sie empfiehlt eine zu besiegende oder zu beherrschende Gruppe, wie zum Beispiel ein Volk, in Untergruppen miteinander widerstrebende Interessen aufzuspalten. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Die Ägypter haben das auch alles ganz schön verbildlicht, wie die Pharaonen miteinander verbunden sind, aber die Fäden ziehen für die untere Klasse, darunter wahrscheinlich Politiker, sage ich jetzt einfach mal, die auch noch miteinander verbunden sind und auch die ziehen die Fäden für die, keine Ahnung, für das Militär, für die Offiziere, wen auch immer, die aber nicht mehr miteinander verbunden sind, sich bekriegen lassen, weil die keine Ahnung haben, was in den oberen Rang beschlossen wird. Die denken, das ist der Feind. Und alles hier wird unterstützt vom Volk, das gar keine Ahnung hat und damit spielt, weil sie hier drauf reinfallen. Politik zum Beispiel. Hier, Parlament. Aus dem Französischen bedeutet so viel wie reden, lügen. Ne? Was anderes wird in der Politik auch nicht gemacht. Da wird versprochen, was das Zeug hält. Hauptsache, man kann die politische Macht ergreifen. Hier haben wir auch nochmal Partei, welches die 33 ist und auch aus dem Englischen kommt, denke ich mal, wie Part, ein Teil von einem, ne, Teil vom Ganzen. Deswegen. Und da führt Politik nun mal immer hin. Politik ist nichts anderes als ein Umzug von einem kleinen Käfig in einen größeren Käfig. Denn es handelt sich in der Politik immer um Zwangsherrschaft. Und du kannst ein Recht, welches du überhaupt nicht besitzt, nämlich Zwang auf andere auszuüben, nicht einfach weitergeben. Ne, du hast nicht das Recht, Zwang oder wir haben nicht das Recht, Zwang auf andere auszuüben. Ne, macht man einfach nicht. Und mit Religion verhält es sich genauso. Zeitgenössische monotheistische Religionen, wie zum Beispiel das Judentum, das Christentum und der Islam, beten alle denselben Gott an, nämlich El, welcher der Name für Saturn ist, der Stern der Sonne. E, der fünfte Buchstabe, und El, der zwölfte Buchstabe, ergibt zusammen 17. 1 plus 7 ist auch gleich wieder 8. Ne? 8 ist die Zahl für Saturn. Sehen wir auch hier. Der achte Buchstabe, H, sieht dem Symbol von Saturn
verblüffend ähnlich. Darüber hinaus, wenn wir ein großes Q nehmen, den Strich weiter ausführen, erhalten wir wieder Saturn. Und das Besondere bei Saturn ist halt der Nordpol, denn es handelt sich um das Saturn-Sechseck. Es ist ein anhaltendes sechseckiges Wolkenmuster um den Nordpol des Planeten Saturn. Das habe ich hier mal rausgesucht für euch. Und dieses Wolkenmuster hat halt sechs Ecken, ne? Und wenn wir die siebte Ecke quasi einfügen oder einen siebten Punkt, wir könnten auch sagen ein Y, erhalten wir den Würfel. Und 6 plus 7 sind 13. Ne? 13 haben wir einmal, 1 plus 3 ist 4. Und wenn wir die 1 und die 3 zusammenschieben, haben wir eine 8. 4 und 8 symbolisieren die Ordnung des Saturns. Der kabbalistische Raumwürfel wird aber auch mit der 7 symbolisiert, wegen der vier Himmelsrichtungen, dem Zentrum sowie oben und unten. 4 plus 3 ergibt 7. The Black Cube of Saturn. Hier sehen wir einmal das jüdische Teflon, welches sich Juden beim Beten an die Stirn dran machen. Und auch hier können wir das christliche Kreuz sehen, welches nichts weiter als ein aufgeklappter kabbalistischer Raumwürfel ist. Zudem setzt sich das Wort Bibel aus Bib und El zusammen, welches die 4 und die 8 sind. Die alte und die neue Ordnung von Saturn. Hier haben wir einmal das Symbol von Saturn, welches dem christlichen Kreuz auch wieder ziemlich nah rankommt. Dann haben wir hier einmal die Kaaba in Mekka, das allerhöchste Heiligtum im Islam, welches auch wieder der kabbalistische Raumwürfel ist. Und auch noch die 7 in Ziffern ist. Ne, 7 haben wir gerade darüber gesprochen. Die 7 symbolisiert den kabbalistischen Raumwürfel wegen der vier Himmelsrichtungen plus oben, unten und der Mitte. Darüber hinaus umrunden sie diesen Würfel auch noch um 11:59 Uhr 7-mal entgegengesetztes Uhrzeigersinns. 11:59 Uhr ergibt 16, welches die 7 ist. 1 plus 6 sind 7. 7 mal 7 ergibt 49. 4 plus 9 sind wir die 13. The Black Cube of Saturn. Hier haben wir noch einmal Cube, welches ausgeschrieben die 13,4 ist. Und hier Freitag der 13., welches die 7 ist. Ne? 13 ist Saturn, Saturn steht für den Cube. Hier haben wir den Davidstern und auch er symbolisiert den kabbalistischen Raumwürfel. Ja, zum Schluss habe ich jetzt nochmal die Struktur des Universums für euch. Quelle ist die NASA. Das ist nichts anderes als der Tesseract, den wir auch aus Marvel kennen, den hier unten rechts der Gott der Lügen, Loki, in der Hand hält. Ja, der Tesseract ist auch der Hyperwürfel. Den blende ich hier mal ein. Ja, das ist ein Würfel im Würfel, der symbolisiert den Raum, der immer am Expandieren ist. Wenn dir mein kleiner Vortrag jetzt gefallen hat, dann lass einfach ein Like da, schreib mir in die Kommentare, wie du die Sache siehst, was du davon hältst. Und ja, schönen Tag noch.